Ja, meine Freunde, herzlich willkommen bei Abenteuer Hinterland. Ich bin heute wieder unterwegs in diesem großen Waldgebiet hier. Und ich hatte ja gesagt, ich möchte diesen Wald komplett erkunden. Und ich habe mal wieder eine Tour kreiert. Und keine Angst, diesmal kann ich mich nicht verlaufen. Ich habe eine Wanderkarte bei, ich habe Ersatzbatterien bei. Und ich habe sogar meine Digitalkamera bei, meine Fotokamera, die kleine. Und ich habe vom Bildschirm die Tour auch abfotografiert, also wenn ich mal ganz genau gucken möchte. Und es wird auch eventuell ein bisschen unheimlich, denn ich komme an einen Ort vorbei, wo ich auch noch nie war, aber da kenne ich so eine ganz alte Sagengeschichte hier aus dem Hinterland und die finde ich schon ziemlich unheimlich. Habt ihr Lust, mich zu begleiten? Dann lade ich euch jetzt herzlich ein. Viel Spaß! So, jetzt bin ich auf einem Weg, auf dem ich im letzten Video auch war. Der endet nämlich nachher in diesem wunderschönen Pfad, wo ich mich ja verlaufen hatte und der so wunderschön war. Und den möchte ich natürlich heute weitergehen. Deswegen habe ich mir die Tour wieder so gelegt, dass ich jetzt auf diesen Pfad komme. Und der Rest der Tour ist dann fast alles, sage ich mal, 85%. Auch für mich wieder ganz neues Terrain und ja, ich bin gespannt, wo dieser malerische Pfad heute enden wird.
Ja, dieser Pfad hier, der nennt sich, glaube ich, Klippenpfad. Genau kann ich das nicht sagen. Jedenfalls hat bei Komoot jemand diesen Pfad so benannt. Und ja, jetzt sind wir in so einem Buchenwald. Das hat eine ganz magische Atmosphäre gerade hier. Richtig toll. Es gibt Orte im Wald, das empfinde ich jedenfalls so, die haben irgendwas, das löst besondere Gefühle in einen aus. Und dieser Abschnitt hier, der macht das gerade mit mir. Also jetzt keine Angstgefühle, aber so ein bisschen Romantik. Ich finde ja immer, Romantik kommt ja ursprünglich aus dem... Also Romantik kann auch was Unheimliches sein oder was Mystisches. Das ist nur so irgendwie bekannt geworden mittlerweile, das Wort, dass man das dann immer mit irgendwelchen Liebesgeschichten oder irgendwas, weiß ich nicht, Candlelight Dinner oder so, damit in Zusammenhang bringt. Aber ursprünglich ist Romantik, kann auch sogar was Depressives haben. Ja. So, jetzt kommen wir in einen Eichenwald, aus dem Buchenwald raus. Jetzt kommt hier ein Eichenwald und das sieht schon wieder fantastisch aus. Ich zeige euch das mal. Das ist so ein wunderschöner Abschnitt gerade hier. Ich bin richtig gerührt. Also, ja, die mein Kanal vielleicht jetzt oder das Video hier, dieses Video gerade das erste Video ist, was ihr von mir seht. Ja, ich schwärme immer schnell und zeige das auch. Also, da habe ich auch kein Problem mit. Es ist wunderschön hier gerade. Auf Video kommt sowas ja nie rüber, aber dieser Pfad hier, der ist sowas von herrlich. Das, ja, das erfreut meine Seele. Und ich hoffe, es kommen noch mehr Pfade heute. Aber alleine für dieses Stück hier hat sich die ganze Tour schon wieder gelohnt. Und hier war ich übrigens jetzt auch noch nie. Alles, was jetzt kommt, kenne ich nicht.
Ja, ist das hier nicht eine herrliche Aussicht? Das werde ich jetzt hier genießen. Eine schöne alte Bank. Was passt besser für eine kleine Pause? Ja, meine Freunde, hier mache ich jetzt eine ausgiebige Pause, die habe ich mir verdient. Das ist hier eine Waldkreuzung und wenn ich mich nicht verzählt habe, treffen hier 7 Wege aufeinander. Also, das sagt mir, hier gibt es noch reichlich zu wandern, reichlich zu entdecken. 7 Wege. So, jetzt mache ich ein Päuschen. So, meine Freunde, ich versuche das mal zu filmen. Ich befinde mich jetzt genau hier. Das ist diese Kreuzung mit diesen 7 Waldwegen. Hier steht zwar, dass hier eine Schutzhütte ist. Hier ist auch, glaube ich, noch irgendwo eine Hütte. Da komme ich, glaube ich, gleich dran vorbei. Ja, und wie ihr sehen könnt, ich jetzt mal weiter hochgehe. Ich bin hier mitten im Wald. Hier ist ringsrum, ist hier keine Ortschaft. Hier etwas weiter unten ist Buchenau, Kombach, Eckelshausen. Ja, aber hier rum ist nichts. Bis hier in Katzenbach, das ist aber nur eine Gaststätte. Ich weiß gar nicht, ob da auch Wohnhäuser sind. Keine Ahnung. Ja, hier bin ich jetzt. Geplant ist, ich gehe jetzt hier weiter gleich rum und dann hier irgendwo runter und dann geht es auch über Pfade. Das ist hier gar nicht richtig eingetragen. Hier komme ich nicht vorbei heute. Hier ist auch eine alte Burgruine. Da ist aber nicht mehr viel erhalten. Ein paar Mauerreste, glaube ich. Die Burg Hollende. Aber da komme ich heute nicht vorbei. Ich glaube, ich gehe bis zu dieser Kreuzung dann hier runter. So, dann habt ihr jetzt mal so ein grobes Bild, wo ich mich hier überhaupt befinde. Und wie ihr sehen könnt, ich gehe jetzt nochmal hoch. Ich hoffe, ihr seht die ganze Karte, weil ich kann jetzt nicht überprüfen, was ich filme. Dieses Riesenwaldgebiet hier, das ist das Gebiet, was ich erkunden möchte komplett. So, dann habt ihr es jetzt auch mal auf Karte gesehen. Und so eine Karte ist doch einfach, das ist was Schönes. Also, da setze ich mich auch abends gerne mal hin und stöber nur in meiner Karte rum. Ja, also hier geht's gleich weiter. Und hier, da komme ich auf jeden Fall vorbei, Heilige Hart. Und dazu werde ich euch noch was erzählen. Und dann geht es nachher hier hoch wieder zurück. Dann komme ich hier, glaube ich, ja, ich komme an diese Kreuzung sogar später wieder vorbei und nehme aber dann hier einen anderen Weg zurück. Den rot-weiß gestreiften bin ich gerade gekommen und zurück gehe ich diesen hier nachher. Aber das dauert noch ein Eckchen. Jetzt mache ich mich erstmal einen riesen Bogen hier um den Weingarten. So heißt der Berg, glaube ich. Ja, jetzt habe ich da vorne ein Päuschen gemacht und hier ist dieser wunderschöne Unterstand, dieses Rastplätzchen hier. Ja, schade. Dann hätte ich natürlich hier Pause gemacht. Das ist ja richtig urig gemütlich hier. Naja, beim nächsten Mal. Ja, meine Lieben, dann bin ich also jetzt hier im Traisbacher Wald mittlerweile.
Und ja, Traisbach kenne ich ganz gut. Da bin ich schon sehr oft bei meinen Radtouren durchgekommen. Also das hier gehört zu Traisbach. Oh, da bin ich aber ganz schön weit rumgekommen heute. So, und jetzt geht's wieder in einen schönen Buchenwald. Ja, jetzt habe ich erst gedacht, wo schickt mich Komoot wieder hin, aber das ist richtig. Das ist der Hollende-Rundweg, habe ich euch vorhin auf der Karte gezeigt. Es gibt die Burgruine Hollende hier ganz in der Nähe. Und jetzt habe ich erst gedacht, ich bin hier wieder falsch, aber das ist der offizielle Weg. Ja, wisst ihr, woran mich das gerade hier erinnert, dieser Wald? Der erinnert mich an die alten tschechischen Märchenfilme. Ab und zu kommen die ja auch Weihnachten nochmal. Zum Beispiel Prinz Bajaja. Kennt den einer? Meine Frage, kennt noch einer Prinz Bajaja? Einer meiner Lieblingsfilme aus meiner Kindheit. Da kommt am Ende auch so ein dreiköpfiger Drache. Und ja, das erinnert mich irgendwie an diesen Wald. Tschechien hat ja auch super schöne Wälder. Ja, ich befinde mich jetzt mitten in einem Buchenwald und ja, so sehen eigentlich ursprünglich die Wälder, sahen ursprünglich so in Deutschland aus. Das ist ursprünglicher Wald hier und ja, Buchenwald, das ist immer wie so ein Kühlhaus. Es ist hier merklich kühler als vorhin noch und ja, das ist einfach herrlich. Das macht wieder so viel Spaß und es ist so eine Wundertüte, meine Tour, denn ich war ja hier überall noch nie und habe das Ganze nur bei Komoot geplant. Und da sieht man ja überhaupt nicht, wie es hier wirklich aussieht. Und ich glaube, ich hatte wieder ein glückliches Händchen. Das ist so facettenreich wieder heute. Einfach wunderschön. So, weiter geht's. Es geht hier wieder ganz schön steil berghoch. Aber hier ist so eine herrliche Luft in diesem Buchenwald. Es ist einfach herrlich.
Ah, das ist mit Abstand einer der schönsten Rastplätze, die ich jetzt bis jetzt hier im Biedenkopferwald gesehen habe. Diese Bank hier mit dem Tisch ist mitten im Wald. Und ja, herrlicher. Ich befinde mich jetzt in der Gegend, das heißt hier Heilige Hart. Ich kann das nicht genau definieren, denn auf der Karte, das ist ziemlich groß geschrieben, ich weiß nicht, ob das ganze Gebiet jetzt hier Heilige Hart heißt oder ob es vielleicht hier so eine Lichtung gibt, die so heißt. Jedenfalls, ich hatte euch ja versprochen, ein bisschen was Unheimliches zu erzählen. Und zwar, ich weiß nicht, woher diese Legende, dieses Märchen stammt. Ist es ein Buchenauer oder ein Kombacher, ein Biedenkopfer? Ich weiß es nicht genau. Ich kenne die Geschichte auch nur noch sehr bruchteilhaft. Und zwar hat mein Vater die mir früher erzählt. Hier wollten mal zwei Mädchen, ich glaube, Blumen pflücken gehen. Und dann haben die plötzlich, sollen die einen Engelsgesang, so eine himmlische Musik gehört haben. Die muss so intensiv schön gewesen sein, dass sie die Mädchen förmlich in den Wahnsinn getrieben hat. So wie ich die Geschichte noch in Erinnerung habe, soll eine vor Angst gestorben sein und eine soll dann ins Irrenhaus gekommen sein. Ganz genau kenne ich die Geschichte nicht. Sollte jemand hier aus meiner Gegend dieses Video sehen und vielleicht kennt der eine oder andere die Geschichte noch. Auf jeden Fall hieß es immer, hier auf der Heiligen Hart soll das passiert sein. Und der Name spricht ja eigentlich schon dafür. Sehr interessant. Aber leider kenne ich die Geschichte nicht genauer. Ja, meine Lieben, ich bin wieder sowas von begeistert hier von diesem schönen Wald. Also was ich bis jetzt heute alles wieder hier an Eindrücke wahrnehmen konnte, das ist einfach fantastisch. Aber auch die Zeit, die ist verflogen. Und ich habe jetzt, glaube ich, noch, also ich glaube bestimmt noch 6 Kilometer. Und es ist, glaube ich, schon 17:45 am Abend jetzt. Ja, um nochmal auf die Geschichte von der Heiligen Hart, diese Legende, dazu möchte ich nochmal was sagen. Als wir das als Kind das erste Mal gehört haben, da wollten wir natürlich als Kinder immer hier hin. Wir haben gesagt, das müssen wir erforschen und so. Ja, das war früher eine schöne Zeit. Das war in den Mitte 70er bis Mitte 80er. Das war meine Kindheit. Das war eine wirklich schöne Zeit. Ohne Internet, ohne das alles. Und da hat man sich mit solchen Sachen beschäftigt. Und das war natürlich für Kinder, war das natürlich richtig unheimlich. Dieser Engelsgesang hier an der Heiligen Hart. Aber es ist irgendwie nie dazu gekommen, dass wir mal hier hingekommen sind. So, und jetzt war ich das erste Mal hier. Und ja, ich finde, das ist schon eine schaurige Geschichte. Aber es ist auch ein wunderschöner Wald. Also, ich weiß es nicht genau. Was mit Heilige Hart gemeint ist. Ist das der Berg? Das glaube ich auch nicht. Das, oder nur diese Bergseite? Vielleicht kann mir da jemand helfen, der hier aus der Gegend ist. Schreibt es mir noch mal bitte auch in die Kommentare. Und wenn euch diese Geschichte bekannt ist, bitte ich euch, schreibt mir doch bitte mal was da rein in die Videobeschreibung. Es gibt auch ein Buch, das ist leider vergriffen. Ich glaube, das heißt Sagen und Legenden aus dem Hinterland. Ja, das gibt man, bekommt man aber nirgendwo. Mein Vater, der kannte noch sehr, sehr viele alte, unheimliche Geschichten hier so von früher.
und sowas, das interessiert mich so sehr. Naja, vielleicht bekomme ich das Buch irgendwann mal. Ja, meine Freunde, ich muss noch einmal was zu der Geschichte von der Heiligen Hart erzählen. Und ich erinnere mich gerade, so wie ich das in Erinnerung habe, hieß das damals, dass das wirklich passiert sein soll. Also, das ist nicht irgendwie ein Märchen gewesen, sondern das soll Wirklichkeit gewesen sein. Also, ja, leider, ich weiß nichts Genaueres darüber. So, und das war's jetzt mit der Heiligen Hart. Ich bin jetzt auch dran vorbei. Seid ihr denn noch alle mit dabei? Ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass bei meinen längeren Videos, wenn man so mal in die Analytics geht, die werden ja sehr selten überhaupt ganz geschaut. Ich weiß, dass einige das ganz schauen, das sehe ich auch dann in den Kommentaren, wenn die auf was Bezug nehmen, was ich viel später dann im Film gesagt habe. Aber viele in der schnelllebigen Zeit natürlich, denen ist das zu langweilig, hier die Natur zu sehen. Die meisten sehen am liebsten Unboxing, Gear, Konsum, Geld ausgeben. Das sind Hits auf YouTube. Ich bin jetzt 11 Kilometer gelaufen und jetzt kann ich gar nicht genau schätzen, muss ich nachher mal gucken. Moment. ...5,3 Kilometer habe ich noch bis zu meinem Startort und ja, 11 Kilometer bin ich jetzt unterwegs. Ja, und so langsam wird es Abend. Ein frühherbstlicher Abend hier im Wald, eine ganz herrliche Stimmung. Ganz wunderbar und es war heute ein herrlicher Tag, nicht ein Wölkchen am Himmel. Perfekt, auch von den Temperaturen her, super. Ja, das ist gerade ein ganz besonderer Abschnitt hier. In engen Kurven schlängelt sich dieser Waldweg hier um die Berge rum. Das geht jetzt schon eine ganze Zeit so. Immer wieder in engen Kurven. Ganz malerisch. Ja, ich habe mal eine Frage. Wie seid ihr eigentlich so drauf? Könnt ihr auch gut mit euch alleine auskommen auf so Touren? Ich zum Beispiel, ich kann das sehr gut. Ich bin sehr, sehr gerne ganz alleine im Wald. Aber es gibt ja auch Menschen, die müssen rund um die Uhr immer irgendwie bespaßt werden. Die können nicht allein sein. Die müssen immer irgendjemand um sich rum haben. Und ich sage immer, ich habe vor vielen Jahren das mal so genannt, wenn man im Wald ist, nach einer Zeit bekommt man so ein Freiheitsgefühl. Und das habe ich aber gemerkt, das bekommt man wirklich nur, wenn man ganz alleine tief im Wald ist. Und das ist ein ganz sensationell schönes Gefühl. Und ja, meiner Erfahrung nach bekommt man das nur, wenn man allein mit der Natur ist hier. Und ja, könnt ihr auch gut allein sein oder braucht ihr immer jemanden dabei? Würde mich mal interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr Lust habt. Dankeschön. Ja, und immer noch schlängelt sich dieser kleine malerische Weg hier seinen Weg
um die Berge herum. Da vorne geht jetzt gleich ein Weg rechts hoch. Und so steil wie der aussieht, ich muss mal aufs GPS gucken, so steil wie der da rechts hoch geht, ist das bestimmt mein Weg. Ja, ich hab's geahnt. Ich muss hier hoch. Oh. Naja, das schaffen wir heute auch noch. Auf Video kommt sowas immer nicht so rüber. Aber das geht hier schon verdammt steil hoch. Noch sehe ich kein Ende. Ja, meine Freunde, was ich gerade mühselig berghoch gelaufen bin, laufe ich jetzt schon wieder abwärts. Aber hier ist wieder so ein wunderschöner Pfad. Und ich habe gerade mal auf die Uhr geschaut. So langsam komme ich unter Zeitdruck, weil ich muss doch irgendwann auch gleich mal zu Hause sein. Und es sind jetzt noch, ich glaube, 4,5 Kilometer. Und irgendwie spinnt mein GPS auch. Vorhin hat es eine ganz andere Uhrzeit angezeigt. Jetzt ist es viel früher, als vorhin noch angezeigt wurde. Naja, vielleicht war ich auch in irgendeiner Zeitschleife an der Heiligen Hart. Man weiß es ja nie. Naja, jedenfalls muss ich jetzt ein bisschen schneller laufen. Und ich sehe schon, was ich jetzt hier wieder bergab laufe. Das muss ich heute noch auf jeden Fall wieder hoch. Ach Freunde, das ist schon ein bisschen unheimlich hier, dieser Pfad. Hier ist so viel tote Bäume stehen hier rum. Es knirscht oben in den Bäumen. Hier sind viele umgefallene Bäume, die jetzt hier auch über den Pfad so hier rüber stehen. Ich zeige euch das mal. Ja, schon ein bisschen unheimlich hier. Und dazu ist es heute noch windig, also nicht, dass mir hier noch ein Baum auf den Kopf fällt. Wie man sehen kann, ist hier schon einiges runtergekommen. Also der würde reichen, um mich zu erschlagen. So, dann wollen wir mal schnell hier raus. Ah, doch, das ist schon unheimlich hier. Schaut euch das an. Da das ja ein Wanderpfad ist, ist glaube ich sogar der Lahnwanderweg hier, dieser Abschnitt. Da sollten die Leute vom Bienenkopf doch mal hier Forstarbeiter hinschicken, denn das ist schon nicht ganz ungefährlich. Und für einen bekannten Wanderweg, da sollte man das schon freischneiden. Und hier seht ihr auch das Schild, das ist der Lahnwanderweg. Ja, ich sehe das schon kommen. Mit Sicherheit muss ich das hier gleich alles wieder steil berghoch laufen. Aber wieder ein wunderschöner Pfad. Hier gibt es so viele Pfade im Bietenkopfer Wald. Das ist schon sensationell. Ich weiß, ich wiederhole mich, ich liebe es, auf Pfade zu wandern. Ja, die Sonne geht gleich schon unter, die ist schon ziemlich nah am Horizont und wir haben gerade mal 18.15 Uhr jetzt gleich. Ja, das geht jetzt immer schneller, es wird immer früher dunkel. Wieder mal ging es steil berghoch und soll ich ehrlich sein, so langsam bin ich doch schon ganz schön kaputt. So, jetzt kommt eine Kreuzung. Ich muss
rechts. Ich muss jetzt ganz genau aufpassen, weil wenn ich mich jetzt auch noch mal verlaufe, dann wird's echt hart. Also ich habe auch nicht meine Wanderschuhe angezogen, das war auch ein Fehler. Ich habe hier nur so einfache Schuhe und die sind für sowas nicht geeignet. So, nochmal gegenprüfen. Ja, ich bin richtig. So, meine Freunde, an dieser Stelle möchte ich mich verabschieden. Ich habe jetzt noch so 1,5 Kilometer bis zum Startpunkt, aber ich bin jetzt wirklich in Zeitnot gekommen und ich verabschiede mich jetzt. Dann kann ich das Stativ in den Rucksack packen und dann bewege ich mich schneller, als das jetzt die ganze Zeit noch zu tragen. Und deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle, bedanke mich fürs Zuschauen und ich wünsche euch eine gute Zeit. Behaltet euch die Freude an der schönen Natur. Und bis zum nächsten Video. Ich habe ja noch ganz vergessen, was zu der Tour zu sagen. Sie war noch schöner als die Tour davor. Ich habe wieder märchenhafte Pfade entdeckt, wunderschöne Wälder. Und es hat sich voll und ganz gelohnt. So, in diesem Sinne, macht's gut. Euer Volker von Abenteuer Hinterland. Bis dann. Dir hat mein kleiner Film gefallen? Dann lass mir doch einfach ein kostenloses Abo da. Abonnieren auf YouTube ist vollkommen kostenlos und die einfachste Art, Dankeschön zu sagen. Ja, und damit steht auch dem nächsten Film eigentlich nichts mehr im Wege. Bis dann, euer Volker von Abenteuer Hinterland.